Das Schwetersin-Hotel ist ein ziemlich einfaches Hotel. Wir beziehen unser Zimmer im letzten Stockwerk, im vierten. Wie wir später sehen werden, sind die Balkone ziemlich schmal. Doch zunächst heißt es einmal den vierten Stock erklimmen. So, hier also unser Zimmer 404. So stellt man sich in Wien in etwa die Stundenhotels vor. Das Geräusch im Hintergrund kommt von einem Stromgenerator, der Tag und Nacht läuft. Und jetzt ein Blick auf unseren Balkon. Alle Touristen, die nach Sitwe kommen, suchen ihn, den Baum mit den Flughunden. Und der steht direkt vor unserem Hotel. Nirgendwo sonst in Sitwe findet man diese Flughunde. Abends beginnen sie ihre Jagd nach Nahrung und am frühen Morgen kann man sie bei der Rückkehr beobachten. Sitwe ist für uns nur eine Zwischenstation auf der Reise nach Miau. Wenn wir aber schon mal hier sind, wollen wir auch das Wenige, das die Stadt zu bieten hat, anschauen. Und so beginnt unsere Besichtigungstour von Sitwe mit einem Spaziergang durch die Strandpromenade. Aber ich habe geglaubt, das ist ein Strand. Da kann man ja gar nicht schwimmen. Naja, sieht nicht wirklich so aus. Wir werden Zeugen burmesischer Müllentsorgung. Die Jacke, die wir heute angehabt haben, reicht oder schon? Wird sicher nicht so kalt sein, oder? Sitwe ist die Hauptstadt des Rakhine-Staates, wurde im Zweiten Weltkrieg durch die Japaner fast völlig zerstört. Sitwe liegt an der Mündung des Kaladan-Flusses, am Golf von Bengalen. Gut 30% der Anwohner hier sind Moslems. Mit knapp 200.000 Einwohnern gehört Sitwe zu den größten Städten des Landes. Die Einwohner sind ausgesprochen lebenslustig, es wird viel getrunken und gefeiert. Der indische Einfluss ist deutlich spürbar. Der noch nicht fertige Schirm einer Pagode wird mit einem Boot von Ort zu Ort transportiert, um Spenden für dessen Fertigstellung zu sammeln. Weiter geht es zunächst zur Shetsamuni-Pagode. Logananda. Dieses Pagoda heißt Logananda und dieses Pagoda ist Shetsamuni Pagoda. Shetsamuni? Ja, Shetsa bedeutet wie dieses die Kreis und Muni bedeutet die Gesichter, die lebendige Gesicht von Buddha. Die mit dem Stil von Shvidagon Pagoda. Die Lokananda-Pagode wird gerade wieder ein wenig renoviert. Scheinbar überprüft man auch die Lautsprecheranlage. Und das klingt dann so, hier der Originalton. Wir bewundern aber trotzdem die schönen Reliefs. Diese 1,50 Meter hohe Buddha-Figur wurde von Fischern aus Miau im Fluss entdeckt und soll recht wertvoll sein. Diese Pagode liegt etwas außerhalb an der Straße vom Flughafen zum Stadtzentrum und wurde vom General Tan Shui 1997 erbaut. In der Pagode finden sich Mosaike der wichtigsten Pagoden von ganz Myanmar, damit auch die Armen, die sich die Reisen dorthin nicht leisten können, eine Vorstellung dieser Pagoden bekommen. Die Renovierungsarbeiten sind nicht zu überhören.
In einem abgelegenen Raum finden sich jede Menge Buddha-Statuen, anhand derer die Mudras, die symbolischen Handhaltungen Buddhas, erklärt werden. Wir verlassen die Pagode und fahren mit dem Auto weiter zu einem anderen Strandabschnitt. Dort besuchen wir auch das staatliche Hotel, welches über einen schönen Swimmingpool verfügen würde. Die Frage, warum der Pool nicht mit Wasser gefüllt ist, wird dahingehend beantwortet, dass das überflüssig sei, da der Strand und das Meer doch eh vorm Hotel liegen. Und so spazieren wir den Strand entlang, dem Abend entgegen. Es ist finster. In der Nähe von unserem Hotel gibt es ein kleines Restaurant, dem wir nun einen Besuch abstatten. Alles schmeckt tadellos. Wir werden sicher gut schlafen und morgen frisch die Bootsfahrt nach Miao U antreten können.